Willkommen zurück zu Stardew Valley. Und was mir ganz entfallen ist, ist, wir haben Herbst. Fuck. Ist mir einfach entfallen. Anscheinend geht der Mais noch weiter im Herbst. Aber der Rest ist halt jetzt im Arsch. Auf gut Deutsch gesagt. Tja, da sind auch schon Früchte dran. Aber die bringen uns noch nichts scheinbar. So, dann würde ich mal sagen. Sollen wir die Gießkanne machen oder nicht? So, könnten wir den auf jeden Fall benutzen. Tja, was bräuchten wir nochmal zum Craften? Von denen brauchen wir Gold, haben wir ja nicht. Zu anderen brauchen wir Eisen und Kupfer. Wollen wir ein paar Felder mit denen machen? Ich könnte so machen. Und Eisen reinschmeißen. So, machen wir die schon mal hier nicht mehr. So, den wollte ich auch nochmal. Ich schaue noch so viel. Ich muss mal alles mitnehmen hier. Die mal zeigen, den Typen, ob der das haben will oder nicht. So, erstmal hier. Hallo Hühner. Den geht scheinbar gut. So, dann nehmen wir die Eggs, dann die Mayonnaise-Maschine. Zack. Zack, so. Wir könnten schon mal theoretisch zwei Sprinkler bauen. Craft Iron Fench. Das könnten wir eigentlich auch nochmal später bauen. So, ich würde eigentlich jetzt hier so machen. Every Morning 4 und der macht 8. Wie viel wollen wir denn herstellen? Wir könnten 3 Stück herstellen. Sollen wir das echt mal machen? Stimmt, da brauche ich noch eine. Meine Hacke hier, Hacke. Dann müssen wir halt einfach das mit dem nächsten Mal machen, so wir machen. Stimmt, den haben wir auch noch. Kann auch noch mitnehmen hier eben. So, dann gucken wir mal. Eine Axt und eine Sichel bräuchte ich vielleicht auch noch. Vielleicht ganz gut. Stepp. Sichel, Axt. Jetzt ist mal eben schnell fertig werden hier. Na gut, dann arbeite ich erst noch hier. So, zack. Die kann ich mich auch wegmachen jetzt hier. So. Dann haben wir einfach hier in die Ecke mal den großen hin, würde ich sagen. Also, zack. Das ist den High Quality hier. Zack. Müssen wir mal gucken, was wir da hinbauen. Kann jetzt mal bitte hier fertig werden. So, dann bauen wir eben zwei von denen. So, dann könnten wir hier einen hinbauen. Müssen wir die Fackel wegmachen. So, zack. So. So, den hier und den anderen. Können wir dann hier hin tun. Müssen wir nur eben schnell hier das wegmachen. Den und den hier machen. Das steht vielleicht. So, ich das sehe, okay, da darf ich nicht hinbauen. So, wie ich hier nicht hinbauen darf. So. Ein bisschen Übersicht haben. Ach, ich kann mir noch einen machen, stimmt ja. So. Und den hier. Zack, herstellen. Den tun wir hier unten hin. Zack. Der macht nicht das, was er soll. Wo ist mein Spitzhacke? Da ist mein Spitzhacke. Zack, und den auf in die Mitte. So. Dann brauchen wir halt nur noch eben Sachen zum Anbauen. So, gut, dann müssen wir das mit der Gießkanne erstmal bleiben. So, das tun wir zurück. Könnten die Hacke noch, aber die Hacke braucht schon wahrscheinlich auch noch mal. Licht tun wir zurück, die Sichel behalten müssen. Na, wollte wir alles hier so, zack, zack, zack. Zack, so gegossen haben wir auch schon, so das können wir behalten. Die Mayo ist schon fertig, what the fuck. Ach ja, stimmt, einen Kuchen noch mitnehmen für die liebe Abigail. So, die Mayonnaise schmeißen wir schon mal hier rein.
So, dann modernisieren. Modernisieren wir mal unsere Farm ein bisschen. Und direkt zwei Silberne bekommen. Nice. Ich bin manchmal, was wir alles hier kriegen. Eine goldene. Hier unten hat auch noch was. Nein, du sollst es nicht essen, du sollst es aufheben. So. Schon Level 20. Oh, das ist Abigail. Hey, Abigail, Abigail. I see us, I love this view. Oh ja, der Herbst ist da. Ich bin müde vom Sommer. Okay, bitte, ich bin müde vom Sommer geworden. So, dann nehmen wir mal das Quest hier. Zack. Deliver. Was haben wir, Löwen? Ein Quarz. Wir haben gar keinen Quarz, glaube ich mir, ne? Zum Money. Okay. Werden wir ihn schaffen? Da war ja Ding in das Trash. Oh, ups. Ich bin dagegen gelaufen, Abigail. Kein Problem. Hoffentlich hat es jetzt nicht geschadet. Scheint nicht so. Hoffentlich. Oh, können wir den Pumpkins? Können wir die abbauen? Können wir die klauen? Scheinbar nicht. Schade. Hätte ich gerne gehabt. So. Guck mal, was bekommen. Nice. Ich muss jetzt immer aufpassen, dass hier keiner Nähe ist. Wenn ich eine Müll durchsuche, ist ja schlimm. Ich bin doch ein kleiner Müllwühler. Alter, das ist auch schon unterwegs. Boah, das sieht aber cool aus. Ey, das sieht so richtig Halloween-Style aus. Finde ich geil. So. Broken Glass ist mal wieder. Oh, so macht das keiner bemerkt hat. Können wir da lang? Gucken wir sogar drauf. Ja, wir dürfen da natürlich nicht lang. Schade. So, wir haben 4900. Ich glaube, dann sparen wir jetzt erstmal noch ein bisschen für die Tasche jetzt doch. So, ich gehe mich mal eben hier ein bisschen umgucken. Natürlich in der Variante vom wird die Purpurnhose noch besser zu finden sein, denke ich mal, eben nicht, weil die mal so bunt ist. So. Ich finde das scheiße, man hier nicht hoch kann, dass man die Dinger nicht kaputt bauen kann oder so. Finde ich schon ein bisschen schade, hätte ich mich gerne. Mit. Was sind das denn für Vögel? Die sehen ja komisch aus. Leider habe ich keine Sichel dabei. Wir müssen immer runter, stimmt. Denn wir wollen ja noch Samen kaufen gehen. Stimmt, dafür wird auch noch ein großer Mann Geld jetzt drauf gehen für die Samen. Dann kommen wir Montag. Dass wir auch hier einkaufen gehen können. So, hallo. Pumpkin Seed, braucht 113 Tage zum Wachsen. Nehmen wir uns mal 10 Stück mit. Oh, war schon teuer. Corn Seeds, Place of Fall. Achso, die kann ich ja noch weiter wachsen, die Maiskörner. So, Aubergine, in Contain Production First Harvest. Okay, die machen weiter Produktion, dann kaufen wir uns da einfach mal auch 10 Stück von. Was haben wir hier? Bokchoy. Den gab es überhaupt immer im Winter. Brauchen 4 Tage. Wir haben doch voll, oder? Ja. Gut, nehmen wir einfach mal 10 Stück von mit. Was haben wir denn hier? Yum, da haben wir schon gefunden. Pleasant Dakes to Manage. Okay, dann nehmen wir von mal 9 von mit. Den haben wir noch aus Schwäche. Cranberry Takes, Contains. Ah, die produzieren auch weiter. Boah, kosten die viel. Davon gönnen wir uns mal 3. Sunflower Seeds, okay. Was heißt Yields? More Seeds at Harvest. Heißt die, das lässt mir fallen beim Ernten oder wie? Grapes to Tampaks. Ach, hier haben wir auch dieses Zeichen, dass das an Dingern, ja, an den Sachen wächst. Okay, SMB Harvest, okay, but put this after that. Grape, wir sollten nicht irgendwie Grape Aid bestimmt machen oder so. Na komm, kaufen wir mal 3 Stück von denen hier. Sugar. Okay, okay.
Hier haben wir noch ein paar Bäume. Und wir sollten noch wie hier Pam. Pale Ale. Haben wir jetzt nicht Pale gekauft? Ups. Ne, Grape, ups. Grape, sind das die Dinger, die wir. Das sind doch die, die wir schon bekommen haben, oder nicht? Egal. Ist egal, wir machen trotzdem hier weiter. So. Dann gehe ich nach oben. Schau mal nach oben. Ich wollte mich nochmal. Ne, ich wollte ein Essensrezept kaufen. Das wollte ich machen, genau. Das habe ich mir auch noch vorgehabt. Deswegen gehe ich mal in den Saloon. Und schau mal, ob der irgendwas hat, alles für mich. Nicht der Meal. Ne, ich brauche Rezepte. Wir machen einfach. Kaufen wir das. Das. Pancakes, Leute, Brot, klingt auch gut, und mehr Geld haben wir leider nicht. Schade. Wir haben auch keine Küche, scheiße, wir können ja gar nichts kochen. Wir haben ja gar keine Küche. Guck. Sag ich mir, hab ich das Geld umsonst ausgeben. Egal, dafür können wir jetzt schon mal ein paar Rezepte. Bringt uns zwar noch nichts, aber wir können sie. Das ist das Wichtigste. Upsala. Hab ich ein bisschen verkackt, so egal. So, Mayonnaise ist schon durch, okay. Dann tun wir den hier rein, dann tun wir den da rein. Dann verkaufen wir den Rest einfach. So, Mayonnaise. Einschmeißen, verkaufen. So, dann gucken wir hier rein. Schauen wir mal rein, hier haben wir noch die Seeds, die können machen. Dann kommen wir auch noch mit hier die Wild Seeds. So, Glas, mach ich das, das. Die kann ich auch nochmal gebrauchen. So, dann gucken wir doch mal. Was platzieren wir denn hier hin? Bookshire, Aubergine, Cranberry. Machen wir die mal und die mal erstmal. So, die teuren tue ich hier hin. So, dann nehmen wir den ist noch so hier, das, das und die haben wir noch. So, die Aubergine, die Pumpkins tue ich hier hin. So. So, und dann tun wir hier einfach noch die hier. Zack, zack. Zack, so, haben wir es halt alles ein bisschen gemischt hier, ist ja nicht schlimm. So, mal ein bisschen Freiräumen hier in den Weg. So, dann tun wir hier Scheuern bauen. So, und dann können wir hier noch die anderen beiden reinschmeißen. So, dann haben wir hier noch was. So, dann machen wir erstmal hier weg. Dann haben wir einfach hier zack, zack und zack. Ich wollte das nicht machen, aber gut, so. So, dann haben wir hier einfach. So, die dahin. Dann machen wir nochmal 10 Stück hier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Und wir machen es so einfach. Tun wir hier direkt drin bauen. So. 3, 4, 5. 3, 4, 5. So, dann gießen wir das Ganze noch mal eben schnell. Ich hoffe, dass es im Herbst wesentlich öfter regnen wird. Ich hoffe es jetzt einfach mal. So, dann müssen die noch gegossen werden. Muss alles gegossen werden. So, so. Ich weiß, die springt da jetzt noch nicht gießen werden direkt, sondern erst ab morgen. Ich weiß auch, wie die gießen werden, ob die gar keine Wasserversorgung haben, aber gut. Das ist jetzt manchmal ein Problem. Vielleicht müsste ich irgendwie auffüllen, weiß ich nicht. Wenn wir morgen sehen, ob die gekostet sind oder nicht, die Sachen. So, 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 so. Ach, kein Wasser mehr. Shit. Mit dem Tanken. So, so. Ja, die Wild Seeds, die lasse ich, glaube ich, erstmal, oder? Das verballere ich echt all meine Energie dafür. What the fuck? So, haben wir das. So. Nehmen wir mal hier ran. Tun das zurück, aber die nehmen wir mit. Das können wir wegtun, das können wir wegtun erstmal.
Warte, warum die Axt? Die Axt wollte ich schon mitnehmen. So, dann gehen wir hier ran. Tun hier die Samen rein. Hier kommt der Pfeffer rein. So. Ich muss noch da nach Kuh gucken, nämlich. Ob die jetzt irgendwie groß geworden ist oder nicht. Hallo Kuh. Miss Trying to Sleep. Ja, ich will trotzdem da die Stadtseffekte von ihr haben. Dann halt nicht. Gut. So, machen wir erstmal hier das Holz weg in deinem Gehege. So. So, hier ein paar Steine wegkloppen. Hier, wie viele Bäume hier einfach stehen. Und hier kann man schon mal eine Pilzfarm machen. Wo kommen die Pilze her? Ich bin verwirrt. Kann ich jetzt wieder da reinfügen oder was? Nee. Okay, wir haben einfach eine Pilzform. Gut zu wissen. Ups, wusste ich gar nicht. So, noch ein bisschen hier wieder für die Schönheit sorgen. So, wir können noch mal ein bisschen hier abernten, damit wir noch ein bisschen für unser Lager hier bekommen, ne? So. Was haben wir es gekillt? Nice, egal. So. Nee. Jetzt hier müssen wir eine Menge Steine killen. Ach, da ist die Spitzhacke. Ups. Zack, zack und zack und zack. So, nice. So, den können wir noch nicht kaputt machen. Wir müssen ein bisschen Gras abernten können. So. Immer noch was. So, zack. Sind neue Steine erschienen oder was? So, so. Klappen wir den mal eben nieder. Ich weiß nicht, dass einfach so Felsbrocken auf mein Feld fallen können. Warte, warte, da kann man glaube ich was zu sammeln. Wenn ich immer durchkommen könnte. So, zack. Ja, hier sind Sachen. Pein. Pein. Schade, das ist auf jeden Fall das Falsche, das brauchen wir nicht. So, schön, wie er immer daneben haut. Bin ich Fan von. Nicht wirklich. So. Wie die ganzen Wege kaputt gehen einfach mit der Zeit. Warum gehen die kaputt, frage ich mich. Was soll denn der Quatsch? Was soll ich gucken? Ich wollte hier oben noch gucken, aber die haben noch nichts, ne? Schade eigentlich. So, das Beinzeug. Tun wir einfach hier mit rein. So, Pilze. Die Pilze schmeißen wir mal hier rein mit. So, so, so. Ich glaube, ich brauche bald noch mehr Kisten. Einfach mal hier alles reinschmeißen. So, ja, leider sind wir jetzt ein bisschen arm. Aber wir haben alles gegossen hier. So, dann gehen wir mal schlafen, würde ich sagen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao.